Hallöchen und herzlich willkommen zurück hier auf meinem Kanal. Ich bin der Gunnar alias die Fette und ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt zu einer neuen Reaction hier auf meinem Kanal. Und heute geht es um Dirk Schneider mit seiner Version von We Will Rock You von Queen. Brauchen wir gar nicht drüber reden. Queen, eine absolute Legendenband rund um Freddie Mercury, der ja verstorben ist. Jetzt Udo Dirk Schneider. Ich habe auch von Udo Dirk Schneider, ich weiß, Udo gibt es auch schon gefühlt, glaube ich, seit Jahrhunderten. Ich habe, glaube ich, noch nie intensiv was von gehört. Deswegen, es wurde mir angezeigt. Wir hören rein. Ich bin sehr gespannt, wie die Version von, ja, von dem Udo ist. Und wenn euch das Ganze gefällt, gerne kostenlos Abo da lassen. Daumen nach oben. Alles kostenlos. Ihr verpasst nichts mehr. Mir hilft es, den Kanal zu wachsen und den anderen Bands an Reichweite zu gewinnen. Von daher, let's go. Spannend hier. Ne? Ja, Vorsicht, Rutschefahr ist richtig. Schon ein bisschen älter, der junge Mann, ne? Ein bisschen älter, der junge Mann, klingt komisch. Oh, ist das ein iPod? Ich muss ja sagen, die Stimme von dem Udo ist ja ziemlich geil, ne? So richtig schön. Ja, ranzig klingt jetzt vielleicht komisch, so krächzend irgendwie so, aber ich finde das irgendwie geil. Das passt irgendwie zu ihm, ne? Das ist ja hier der Udo. Und ich mag auch den Sound von We Will Rock You. Also, man hört es ja klar, es ist We Will Rock You, aber ich mag die Verzerrer oder sowas. Ich finde, das ist eine geile Variante. Muss ich ganz ehrlich sagen. Finde ich ziemlich geil, die Version, muss ich ganz ehrlich sagen. Finde ich gut. Finde ich auch schön, dass da zwei von denen so eine Queen-Shirts anhaben. Finde ich gut. Sehr gut. So, jetzt aber schön weiterputzen, ne? Ist ja nicht nass. Ist überhaupt nicht nass. Da ist auch kein Wasser im Eimer, glaube ich. Was?
Soundtracken von dem Album My Way. Udo, ja. Was sieht er jetzt noch irgendwas? Was sieht hier nur Oh, da kommt noch was. Okay, passiert nicht mehr. Ja, das war der Udo Dirk Schneider mit seiner Version von We Will Rock You. Und ich sag's nochmal hier ganz kurz und knapp. Es war eine schöne Version. Es war eine richtig geile Version. Hat mir richtig gut gefallen. Man hat ja von We Will Rock You schon die eine oder andere Version gehört, wo du echt denkst, wie kann man so einen Song so verhauen? Aber nö, ich denke mal, hier kann man wirklich sagen, hat mir richtig gut gefallen. Wie gesagt, die Stimme ist geil. Der Sound, den sie hier selber eingebracht haben, finde ich sehr gut. Harmoniert eigentlich alles sehr schön. Und es ist einfach schön zu sehen, wenn so ältere Rocker, Metaller hier einfach nochmal ein bisschen Vollgas geben und einfach auch Spaß bei der Sache haben. Finde ich sehr gut. Auch ein schönes Video. Aber er hat auch gerade mit den T-Shirts da, wo zweimal Queen draufsteht oder einmal Freddie Mercury auch abgebildet ist. Finde ich sehr gut. Leute, Link in der Videobeschreibung, wenn ihr euch das Ganze nochmal geben wollt. Ebenfalls zu Udo Dirk Schneider und Atomic Fire Records. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Macht's gut, bis dann und tschüss.